Heute im Gespräch mit Bundesligaspieler und ehemaligem Nationalspieler Ben Reibel. Werde jetzt Podcast-Buddy und erhalte exklusiven Zugriff auf neue Podcast-Episoden. Mehr dazu findest du auf meiner Webseite schulzekopp.de. Welcome to this podcast. Water Polo Expert Talk. Get the insights. Es geht wieder los, diesmal mit einer deutschen Ausgabe des Podcastes wieder. Heute zu Gast Ben Reibel. Vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst. Freue mich sehr. Ja, sehr gerne. Danke für die Einladung. Ja, sehr gerne. Also ich bin sehr gespannt auf die nächsten paar Minuten, die wir hier miteinander verbringen. Von daher würde ich vielleicht am Anfang dich erstmal bitten, dich ganz kurz vorzustellen. Ja, klar, gerne. Hallo zusammen erstmal, mein Name ist Ben Reibel, bin 24 Jahre alt, bin in Krefeld geboren, komme also aus dem schönen Rheinland, bin jetzt mittlerweile ehemaliger Nationalspieler und bin in der Bundesliga beim SV Bayer Uerdingen aktiv und freue mich auf jeden Fall auf ein cooles Gespräch heute. Da sind wir dann schon zu zweit, das ist sehr schön. Genau, du sagst es ja, ehemaliger Nationalspieler. Hat man dann einen anderen Blick auf die Entwicklungen in der Nationalmannschaft oder die Themen, die da jetzt so anstehen und in den letzten paar Wochen und Monaten passiert sind? Also es gibt ja einen neuen Trainer, es gab eine Olympia-Qualifikation, die irgendwie nicht so lief. Dann gibt es jetzt aber dann ja auch die ersten Erfolgsstories mit dem neuen Trainer nach den letzten Resultaten jetzt letzte Woche. Beobachtet man das anders oder sagst du, ja, ich bin immer noch Fan und war gerne Nationalspieler, aber wünsche den anderen alles Gute? Ja, also sagen wir mal so, das Thema Nationalmannschaft und so ist bei mir jetzt definitiv weniger präsent als vorher. Ich verfolge hier und da schon noch die Ergebnisse und was so abgeht, aber so ganz im Bilde bin ich da jetzt auch nicht mehr. Ganz im Bilde bist, aber man ist schon noch im Austausch irgendwie mit den alten Mannschaftskameraden sozusagen, ne? Ja, doch, hier und da auf jeden Fall. Also wir tauschen uns schon immer noch wieder aus oder telefonieren. Aber das Thema ist ja dann noch nicht immer nur Wasserball und die Nationalmannschaft. Genau, also das ist ja gerade gut, ne? Also wenn man sich mit den Leuten halt seit zig Jahren, sag ich mal, um die Häuser zieht und durch die Turniere geht und durch die Bundesliga mit der Nationalmannschaft und so weiter, dann ist es natürlich auch ganz gut, wenn man mal Themen besprechen kann, die jetzt nicht unbedingt was mit Wasserball zu tun haben. Ne? Das ist ja dann auch ganz schön. Genau, jetzt sagtest du kommst aus Krefeld und aktuell ja spielst du bei Bayer Uerdingen, ne? Also wahrscheinlich familiär auch bedingt zum Wasserball gekommen, schätze ich mal, ne? Weil dein Vater war jetzt ja auch nicht ganz unerfolgreich. Ja, richtig. Also mein Vater hat Nationalmannschaft gespielt und hat die Möglichkeit gehabt, 92 in Barcelona die Olympischen Spiele zu spielen. Was viele Leute gar nicht wissen, aber auch meine Mutter war Wasserball-Nationalspielerin. Hat, glaube ich, für die Damenmannschaft zwar kein Großturnier gespielt, aber auch einige Länderspiele gemacht. Ja, und ich sage jetzt mal, es war jetzt nicht von meinen Eltern zwingend gewollt, dass ich Wasserball spiele. Das lag bloß auf der Hand. Ja, es war dann irgendwie im Endeffekt doch vorprogrammiert. Ja, also ich habe tatsächlich ganz viele Sportarten gemacht. Also als ich so 10, 11 war, habe ich gleichzeitig Tennis, Wasserball, Schwimmen und Basketball gemacht. Ja, also da war ich halt jede Woche zweimal bei der Sportart, zweimal bei der Sportart. Ja, und dann so mit 11, 12, 13 kamen die Trainer halt auch irgendwann mal und sagen, hey, wenn du das irgendwie leistungssportmäßig machen willst, sind zweimal die Woche zu wenig. Ja, und dann fing es an, dass ich halt erstmal Tennis gecuttet habe und dann Schwimmen. Und dann war irgendwann die Entscheidung zwischen Basketball und Wasserball. Ja, und dann habe ich mich fürs Wasserball entschieden. Also ich glaube, ich war in beiden relativ talentiert und ich bin ja auch sehr groß und war irgendwie immer das größte Kind, was da
auf dem Feld rumlief und im Wasser war. Also ich glaube, Basketball hätte auch ganz gut funktioniert. Aber ja, im Endeffekt hat Wasser bei mir so das Quäntchen mehr Spaß gemacht, warum ich dann auch da gelandet bin, ja. Aber das mit den vielen Sportarten, ich meine, das hört man ja von vielen, sag jetzt mal, die auch im Leistungssport dann irgendwann zum Schluss angekommen sind, dass sie als Kind dann relativ viele Sportarten einfach auch parallel gemacht haben und dann auch einfach ausprobiert haben. Ne? Das ist ja was heutzutage auch wahrscheinlich gar nicht mehr so häufig vorkommt, ja, dass jemand oder dass Kinder vielleicht eine zweite Sportart parallel machen, ja, aber dann vielleicht, so wie du gerade sagst, noch eine zweite und eine dritte und eine vierte. Quasi für jeden Wochentag irgendwie gefühlt eine Sportart. Das ist ja schon selten, ne? Also würdest du sagen, dass auch diese Abflexung da schon zum Schluss nochmal ein Vorteil war irgendwo, dass man halt viele Sachen ausprobiert hat? Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, dass Basketball beispielsweise mir unfassbar viel für meine Koordination gebracht hat. Ja, ich sag mal, wenn man dann so im jungen Alter auch schon so groß ist, da ist man ja auch relativ unkoordiniert. Manchmal weiß nicht so richtig, wohin mit den langen Armen. Aber Basketball hat mir da auf jeden Fall echt was gebracht für die ganze Motorik und so weiter. Also das war auf jeden Fall ein Vorteil auch fürs Wasserballspielen. Ja, das ist ja auch was viele, also oft in Weiterbildungsangeboten so für Trainer auch vorkommt, ne? Also sich einfach mal mit anderen Trainern oder mal bei anderen Sportarten umzuschauen, was so ein bisschen die Trainingsanpassung und neue Trainingsimpulse und neue Reize so angeht. Also von daher passt das ja da total ins Bild, ne? Wenn du sagst, Basketball, so Koordinationsübungen und so weiter, macht man wahrscheinlich ehrlicherweise beim Wasserball jetzt eher weniger, aber das ist halt auf der anderen Seite wahrscheinlich auch das, was man aktuell moniert, was vielen Kindern fehlt. Deswegen sollte man es machen. Also kann man sich wahrscheinlich da tatsächlich bei Sportarten wie Wasserball doch eine Menge, wie bei Basketball, Entschuldigung, relativ viel abgucken. Ne? Also wenn man das jetzt mal von der Motorik, ne? Also das sagtest du ja, war ja da so der treibende Faktor dann an der Stelle. Ne? Ja, auf jeden Fall. Also ich sag mal, Basketball ist ja wie Wasserball eine total anspruchsvolle Sportart. Aber ist halt nicht im Wasser, ist an Land. Ist ein komplett anderes Gefühl. Aber ja, es hat mir auf jeden Fall total was gebracht. Und ja, ich sag mal auch meine schwimmerische Ausbildung. Jetzt sind wir wieder beim familiären. Meine Mutter, die war ja jahrelang beim SV Bayer Schwimmtrainerin und war halt ja immer unter den Fittichen meiner Mutter beim Schwimmen. Und ich habe in meiner Wasserballzeit gemerkt, dass ich ja letztendlich auch, wenn wir auf internationalem Level gespielt haben, immer einer der schnellsten Spieler war. Und auch meine schwimmerischen Fähigkeiten und wie meine Mutter da sogar ja tatsächlich bis heute irgendwie hinterhängt, das hat mir mega viel gebracht. Ja, wenn mein Vater wieder irgendwie, als ich klein war, am Frühstückstisch morgens vor den Spielen die Pfeffer- und Salzstreuer hin und her geschoben hat und der Tisch zum aktiven Taktikbrett wurde, hat meine Mutter dann noch zum Schluss gesagt, ja, und beim Anschwimmen tauchst du bitte ganz vorne ein und ziehst auch bitte bis hinten durch, damit du schnell schwimmst und das vernünftig aussieht. Also meine Mutter hat auf jeden Fall einen großen Beitrag dazu geleistet, auch für meine wasserballerischen Leistungen, weil ich halt schwimmerisch auch immer gut war. Aber dann ist das ja wirklich schon bei jedem Sonntagsfrühstück dann wahrscheinlich irgendwie schon in so eine kleine Mannschaftsbesprechung, Taktik und Mannschaftsbesprechung ausgeartet. Ja, ja. Ne? Aber genau so. Das ist dann anspruchsvoll, wenn sich beide oder drei Parteien dann so gut auskennen in beiden Sachen. Ja, genau, so wie ich gesagt habe. Am Anfang waren es halt nur Pfeffer- und Salzstreuer und der ganze Tisch wurde dann irgendwann zum Spielfeld. Ja, aber das ist jetzt heute auch weniger. Also erstmal, weil ich ja viel weniger Spiele habe und auch jetzt nicht mehr auf so hohem Niveau. Und dann habe ich auch irgendwann meinem Vater gesagt, ja komm, ich bin jetzt auch Nationalspieler. Ich weiß halt, was ich mache und das ist ein großer Unterschied zu dem, was du in den 90ern gemacht hast. Jetzt lass mich mal mein Ding machen. Und dann war das auch irgendwann eine gute Balance, ja. Ja gut, also dann hat man dann auch so ein paar Argumente auf seiner Seite, ne? Wenn man dann auch irgendwann mal Nationalspieler wird oder ist, ne, dann kann man auch sagen, wie du schon sagst, okay, also so ganz frei vom Wissen, wasserballtechnisch bin ich jetzt nicht, also wir können uns jetzt auf einer anderen Ebene austauschen vielleicht. Absolut, also es ist ja mittlerweile so, dass wenn jetzt heute Kinder zum Wasserball kommen, die können dann leider nicht richtig schwimmen.
Ja, und das ist unfassbar wichtig, dass wenn man zum Wasserball kommt, auf jeden Fall gut schwimmen kann. Das macht alles auf jeden Fall einfacher. Ja, oder zumindest nicht so völlig, ich sag mal, ganz frei raus, so ein bisschen Talent befreit, was das Schwimmen angeht, ist, ne, dass man zumindest sieht, okay, das könnte über lang oder kurz was werden. Man sieht es ja unter Umständen oftmals schon ganz am Anfang, wenn jemand mal dazukommt. Ne? Taktiktisch, Frühstück haben wir schon geklärt. Jetzt ist es natürlich so, wenn der Vater, du sagst es ja schon, okay, in den 90ern war das spielerisch und physisch und taktisch vielleicht noch eine ganz andere Nummer. Aber war es denn wirklich so, dass der eigene Vater dann so ein Stück weit auch Vorbild war oder dann zumindest zu der aktiven Zeit oder wo es halt hin Richtung Nationalmannschaft ging? Ja, klar. Also ich glaube, ich kann mich glücklich schätzen, dass ich sagen kann, dass beide meine Elternteile für mich Vorbilder sind. Jetzt mein Papa speziell, nicht nur in sportlicher Hinsicht, aber ja, ich kann schon sagen, dass ich immer wasserballmäßig auch zu ihm aufgeschaut habe und der mir auch wirklich viel geholfen hat. Also wenn du dann immer so einen Personal Trainer bei den Spielen sitzen hast, der halt wirklich immer speziell auf dich achtet und, sag ich mal, jede einzelne Bewegung, jeden Wurf und alles, was du machst, genau analysiert und das mit dir auch bespricht. Ja, das ist schon enorm wichtig für mich gewesen und ich hätte es auch nie geschafft, so gut zu werden ohne meinen Vater. Auf jeden Fall kann ich so selbstbewusst sagen. Aber das ist interessant, weil aus folgendem Grund, weil man natürlich immer als Elternteil von einem Kind, was Wasserball spielt, oder auch egal, welche andere Sportart, ist ja jetzt auch egal, dann natürlich immer überlegt, okay, wie kommt das jetzt beim Kind an? Ja, möchte das Kind, dass ich da quasi auftauche und jetzt irgendwie dazu gucke, also löst das irgendeinen Druck aus? Oder ist es halt so, wie du sagst, dass durch dieses Gucken dann natürlich auch viel verbessert wurde? Ja, also war es in deinem Fall, wenn ich es jetzt richtig verstehe, gar nicht so bedrückend für dich, so nach dem Motto, oh Gott, jetzt guckt er schon wieder zu und jetzt gibt's wieder 36 Ratschläge hinterher, sondern es war halt nicht der Druck. Ja, da gab es auch eine Veränderung. Also da gab es keine Diskussion, wenn ich gesagt habe, ja, ich hätte es gern, wenn du nicht mehr zugucken kommst, hat mein Vater gesagt, ja, sag mal, spinnst du, ich komme auf jeden Fall zugucken. Also das stand gar nicht zur Debatte. Natürlich war es ist ja immer so, immer wenn man irgendwie Tipps bekommt und einem die ganze Zeit im Nacken hängt und Tipps gibt, das nervt auch irgendwann. Aber wie gesagt, im Endeffekt war es richtig und es war auch gut, ja. Also das reizt ja immer, oder ich sag mal, es strengt ja auch immer irgendwie den eigenen Geist dann selber an, wenn man so selber nochmal reflektiert, okay, was ist heute im Spiel passiert, stimmt das, was er sagt, ja, und nur alles, was mein Vater sagt, heißt ja nicht, dass ich das umgesetzt habe, sondern als ich dann älter war, konnte ich dann auch schon sagen, okay, das ist jetzt wirklich ein wertvoller Tipp, aber da gibt es natürlich auch Sachen, wo ich sage, okay, da kann ich jetzt für mich selber entscheiden, das lasse ich jetzt mal lieber oder ja, ich wusste halt dann irgendwann, was ich filtern konnte. Ja, aber war dann auch so ein Prozess, ne? Also am Anfang vielleicht nicht ganz so angenehm, aber gut, schlussendlich fehlte dann wirklich die Alternative zu sagen, nee, ich möchte nicht, dass du kommst, wie du gesagt hast, ne? Weil dann wäre wahrscheinlich Holland in Not gewesen. Das wäre dann gar nicht gegangen. Holland in Not jetzt nicht, aber es hat meinem Vater halt auch immer Spaß gemacht, ne? Also er war ja selber, nachdem er gespielt hat, war ja auch jahrelanger Trainer und er war auch kurzzeitig mal so, ich will jetzt mal sagen, Aushilfstrainer bei Rhein-Wupper. Also der Auswahlmannschaft Rhein-Wupper gibt es ja heute, glaube ich, gar nicht mehr. Ist ja nur noch NRW. Da hat er halt hier und da mal ausgeholfen. Also ja, er war halt auch, selbst wenn er nicht auf der Tribüne saß, dann saß er halt auf einmal auf der Bank. Also irgendwie war er dann halt immer da. Aber ja, das hat mir mega Spaß gemacht. Auch jetzt, wenn ich jetzt, sagen wir mal, zum Beispiel die EM in Barcelona, da hatte mein Vater Resturlaub. Der hat sich Urlaub genommen und war dann 2 Wochen in Barcelona und hat sich die Spiele angeguckt, ne? Oder der ist so, ja, ich glaube, was war das, irgendwie Weltliga nach Malta mitgeflogen. Der war beim Final 8 2018 mit dabei. Aber das war insgesamt schon super, dass man immer so einen Supporter auf der Tribüne hat. Das hat mir immer Kraft gegeben. Ja, das ist interessant, weil wenn man es halt immer nur aus der anderen Perspektive kennt, ne, so als Elternteil oder dann eben auch als Trainer und mit dem Kind dann eben was vielleicht Wasserball spielt oder irgendeine andere Sportart, ne? Das ist natürlich immer, wie gesagt, die Frage, löst das jetzt irgendeinen Druck aus oder eben nicht, aber wie du ja sagst, ist es halt immer so,
ganz unterschiedlich, wie derjenige dann damit umgeht, ne? Also das Kind in dem Fall, ne? Also ob es das jetzt als Druck verspürt oder nicht. Ja, jetzt hast du ja schon die ganzen Turniere oder einige der Turniere, wo du jetzt mit warst, angesprochen. Gab es denn irgendein Turnier oder irgendein Event, wo du sagst, okay, das ist mir am schönsten in Erinnerung geblieben? Ja, also was für mich auf jeden Fall hinausschicht, ist die EM in Barcelona. Es war mein erstes großes Turnier. Das waren so viele neue Eindrücke. Da war ich einer der Jüngsten in der Mannschaft, war komplett unbekümmert und ja, habe mich einfach nur gefreut, dass ich da sein durfte. Und ich sag mal, die Stadt Barcelona war dann natürlich auch ein ausschlaggebender Punkt, dass mir das so gut in Erinnerung geblieben ist, weil bei so einem Großturnier spielt man ja alle 2 Tage. Das heißt, wir haben einen Tag dazwischen Training gehabt. Und da war halt auch die Zeit, mal irgendwie an den Strand zu gehen oder sich die Stadt anzugucken. Also das ist mir super in Erinnerung geblieben. Aber auch der Weltcup in Berlin, den wir 2019 gespielt haben, der ist bei mir auch in guter Erinnerung geblieben, weil wir gut gespielt haben und ich persönlich war auch ganz gut. Und diese beiden Turniere da direkt eigentlich unmittelbar hintereinander, das sind so die besten Erinnerungen, die ich habe an die Turniere von der Nationalmannschaft. Und jetzt abgesehen mal von der Nationalmannschaft, gab es natürlich ja, haben wir eingangs ja schon gesagt, die diverse Vereine, ne, also bei denen du warst, oder aktuell, wie gesagt, bei Bayer Oeding, aber natürlich gab es halt in der Historie so auch im Lebenslauf ein paar andere Vereine, logischerweise. Vielleicht magst du da mal kurz durchgehen, weil da waren ja auch so ein paar bekanntere Vereine dabei. Ja, genau, also ich habe halt, wie gesagt, in der Jugend bei Bayer angefangen. Und bin halt so ein richtiger Oerdinger Jung und bin aber dann damals wurde diese U17 Bundesliga das erste Mal eingeführt und Bayer hatte keine Mannschaft gemeldet und ich wollte aber, weil ich damals ja auch schon bei der Jugendnationalmannschaft gespielt habe, wollte ich aber, dass ich in diesem Wettbewerb, also der höchste Wettbewerb da in meiner Altersklasse auch spielen kann. Und das nächstgelegenste war dann zu Amateur zu gehen, also zu Amateur Duisburg. Und da war ich dann 2 Jahre in der U17 Bundesliga und habe dann auch schon bei der A-Jugend mitgespielt, wo wir auch zweimal deutscher Meister geworden sind mit der A-Jugend. Und dann hatte ich auch schon die Möglichkeit, so ein bisschen bei der ersten Mannschaft reinzuschnuppern. Das war echt cool, weil das war auch genau das Jahr, wo Duisburg deutscher Meister geworden ist. Also das war so der erste Kontakt, den ich dann eigentlich zum Herrenbereich hatte. Ja, und dann, als die U17 Bundesliga diese 2 Jahre dann vorbei waren, dann hieß es halt, okay, was ist jetzt für mich das Beste? Wo will ich spielen? Wo werde ich viel spielen? Ja, und Duisburg hat mir damals gesagt, wir wollen dich auf jeden Fall halten, wir wollen dich aufbauen. Aber logischerweise war das dann damals als 16-Jähriger nicht einfach, da in die Mannschaft zu stoßen, die gerade deutscher Meister geworden ist. Ja, und dann hatte ich die Möglichkeit, zurück zu Bayer zu gehen, was sich dann für mich persönlich letztendlich auch als komplett richtig herausgestellt hat, dass ich dann wieder zurück zu Bayer gegangen bin. Ich hatte da mit Kai Küpper einen Trainer, der ja mir von erster Sekunde an voll vertraut hat. Und das war... sag ich mal, für meine Entwicklung auf jeden Fall sehr, sehr wichtig, dass ich wirklich frei aufspielen konnte und mir mein Trainer voll vertraut hat. Ich glaube, hing auch so ein bisschen damit zusammen, weil der Kai Küpper ja auch mit meinem Vater früher zusammen gespielt hat und mit dem auch verschiedene Jugendmannschaften trainiert hat. Ja, und in dieser Zeit waren wir mit Bayer auch noch ziemlich erfolgreich. Wir waren, glaube ich, zweimal im Halbfinale, also zweimal Vierter geworden. Dann haben wir es 2016 sogar ins Pokalfinale geschafft. Klar war da ein bisschen Losglück mit dabei. Und ja, dann sind wir irgendwie am grünen Tisch noch Pokalsieger geworden. Wobei ich sag jetzt mal meinen größten Erfolg da bei Bayer. Also das sehe ich schon so an, die Silbermedaille, das haben wir uns auch ehrlich erspielt, sage ich mal. Ja, und dann war ich, glaube ich, 4 Jahre habe ich in der Bundesliga bei Bayer gespielt. Und dann, nach meinem Abi, hatte ich dann ein paar Möglichkeiten.
Und ich habe gesagt, okay, also ich sag mal, ich habe mit Wasserball eigentlich schon als Kind angefangen und jetzt sind wir wieder bei der Verbindung zu meinem Vater. Als ich gesagt habe, ich spiele Wasserball, war es immer mit dem Wunsch, mal Olympische Spiele zu spielen. Ja, und dementsprechend habe ich gesagt, ja, wenn ich das realisieren will, dann muss ich irgendwo auf höchstem Level spielen. Und dann gab es für mich dann damals eigentlich nur die logische Konsequenz, zu Spandau zu gehen, ja, weil mit dem Trainer Peter Kovacevic, also das war eigentlich eine komplette Neuprogrammierung meines wasserballerischen Wissens. Also ich halte ganz, ganz viel von Peter Kovacevic und der hat mir so viel beigebracht und das war damals für meine Entwicklung als Spieler auf jeden Fall total wichtig, dass ich dann bei Spandau war. Ja, dann war ich drei Jahre in Berlin und habe ja, so wie du es auch schon angesprochen hast, dann mit der Nationalmannschaft die zwei Europameisterschaften, 2018 in Barcelona und 2020 in Budapest, den Weltcup 2018 in Berlin und die WM 2019 in Guangzhou gespielt. Ja, und dann bin ich vor 2 Jahren, ist ja jetzt schon, haben wir schon 2022. Zug ist die Zeit weg. Ja, genau, bin ich zurück in Westen und habe dann ein Jahr für den ASCD gespielt und bin dann ja jetzt seit Ende November letzten Jahres wieder beim SV Bayern. Und also der Name Peter Kovacevic taucht ja immer mal wieder auf, ne? Und mit jedem, mit dem man sich darüber über den Mann unterhält, sagt, er hält unheimlich viel von dem und spricht den höchsten Tönen. Und wir haben ihn auch im Rahmen der A-Lizenz damals in Berlin kennengelernt und ein unheimlich ruhiger, sympathischer, smarter Typ, sage ich jetzt mal, ne? Aber auch wirklich sehr, sehr ruhig. Also ich weiß nicht, wie das bei euch damals beim Training war. Also dann weiß jeder, was er zu machen hat und da wird nicht viel rumlamentiert und gefragt und da wird ganz ruhig irgendwas erklärt, dann kommt ein kleiner Pfiff und dann geht's los. Also das war schon sehr beeindruckend. Ja, also wenn du sagst, du hast unheimlich viel von dem gelernt, denke ich mal, das sind wahrscheinlich auch deine Erfahrungen. Ja, auf jeden Fall. Also Petter macht grundsätzlich immer einen sehr ruhigen Eindruck, aber wenn es dann auch ans Training geht und es kommen wichtige Spiele, da geht der Puls jetzt auch mal ein bisschen hoch, ne? Also, aber ist ja auch normal, so muss das ja auch sein. Aber diese ganzen Details und diese akribische Arbeit, die er taktisch mit der Mannschaft macht und da wirklich auf jede einzelnen Spieler eingeht, das war schon phänomenal. Es ist schade, dass ich nicht mehr mit ihm zusammenarbeiten kann. Der hat, wie gesagt, der hat die Festplatte komplett neu programmiert. Noch einmal formatiert und neu bespielt. Ja. Das ist ja wahrscheinlich in dem Sphären in dem Fall auch kein Problem, dass der die wieder neu bespielt. Jetzt sagtest du ja, oder wir haben jetzt einige Vereine gehört, die waren ja alles deutsche Vereine. War das international auch irgendwann mal ein Thema, dass du da überlegt hast oder dass irgendwer vielleicht angeklopft hat und sagt, hier, wie wäre es ja in, keine Ahnung, wir hatten vorhin Barcelona, wie wäre es mit dem Jahr Barcelona oder irgendwo in Spanien oder sonst wo? Ja, also ich hatte tatsächlich nach meinem Abi überlegt, ob das vielleicht direkt eine Option wäre, ins Ausland zu gehen. Das wäre dann für einen kleineren Verein in der spanischen Liga gewesen. Die hätten aber halt auch nicht Champions League gespielt damals und das war dann bei Spandau schon eine andere Situation. Aber dann, ich glaube, nach meinem zweiten Jahr in Berlin hatte ich auch nochmal die Möglichkeit, nach Spanien und nach Ungarn zu gehen, aber ja, das war dann in dem Moment auch im Hinblick auf die Vorbereitung für die Olympia-Quali und die ganzen Turniere schon richtig, dass ich in Deutschland geblieben bin. Und wir, ja, bei Spandau hatten wir auch einen Großteil der Nationalspieler immer da. Also ich glaube, in dieser Hinsicht hat das schon viel gebracht und war dann auch die richtige Entscheidung. Ja, also es wäre eine Option gewesen, aber unterm Strich ist nichts draus gewesen, weil es wahrscheinlich gerade zu dem Zeitpunkt, sage ich jetzt mal, nicht wirklich gepasst hat, ne? Weil ja, du sagst, das muss natürlich auch zeitlich passen, ne? Ja, Ausland ist ja eine super attraktive Sache, ne? Also ich sag mal, fast alle deutschen Spieler, die spielen hier nur, in Anführungsstrichen, nur in Deutschland. Aber wie gesagt, es war nicht der richtige Zeitpunkt und ich glaube, ich wäre als Spieler auch nicht noch nicht so weit gewesen, dass ich irgendwo ins Ausland hätte gehen sollen.
Ja, aber würdest du denn sagen, es wäre tatsächlich mal vielleicht auch für die Nationalmannschaft oder für das Leistungsniveau oder für das Leistungsniveau von einigen Spielern der Nationalmannschaft durchaus vorteilhaft, nochmal im Ausland zu spielen? Also gibt ja einige Beispiele aus der Vergangenheit, ne, sage ich jetzt mal, ne? Also Marc hat im Ausland gespielt, Sören war im Ausland, waren ja einige im Ausland. Aber aktuell, ja, hast du recht, eher weniger bis gar keiner, ne? Also es ist ja auch vielleicht ein Unterschied zu früher. Also kann man ja sagen, vielleicht würde das nochmal so einen Schub geben oder einen Impuls, ne? Also wenn man im Ausland trainiert, ganz anderes Umfeld, andere Trainer. Also ich würde zu sagen, das wär vielleicht nochmal eine Option. Eine Möglichkeit, vielleicht das Level noch mal so ein bisschen zu heben. Ja, also ich glaube auf jeden Fall, dass das irgendwas bringt. Ja, also wenn man auch mal andere Nationalmannschaften guckt, da kommen ja auch Spieler aus verschiedenen Ligen zusammen und schaffen es jetzt trotzdem noch auf höchstem Niveau zu spielen. Ich glaube, da kommt einfach von jedem ein anderer Input und man lernt überall noch mal was Neues. Ja, ist halt immer auch ein anderes Land, eine andere Kultur, also eine andere Wasserballkultur und in vielen Ländern hat Wasserball ja auch noch mal ein anderes Standing. Also ich glaube schon, dass das einzelne Spiel auf jeden Fall was bringen würde. Also das Standing, genau. Also das ist, glaube ich, eins der größten Herausforderungen oder Probleme, die man vielleicht in Deutschland hat, dass wirklich Randsportarten, egal ob das Wasserball oder jede andere Randsportart ist, die jetzt, sage ich mal, nach Fußball, Handball, Basketball, Volleyball, oder sowas, ne, was danach kommt, findet halt nicht wirklich stattgefühlt, ne? Und das ist, glaube ich, auch ein großes Problem, ne? Aber das ist wieder dieses Henne-Ei-Problem, was man ja auch, oder was ich hier auch schon mit vielen Gästen im Podcast besprochen habe, ne? Also ist man jetzt erst erfolgreich und kriegt dann die Aufmerksamkeit, über die Medien oder braucht man die Medienaufmerksamkeit, um erfolgreich zu sein, damit man Nachwuchs bekommt? Ich weiß nicht, wie siehst du das? Also, du stecktest ja nun eine Zeit lang mittendrin mit der Aufmerksamkeit. Nimmt man das anders wahr oder wie könnte man das lösen, das Problem? Nee, also ich geb dir da vollkommen recht, dass das ein Problem ist. Also ich glaube, der springende Punkt ist, dass wir halt es schaffen müssen, dass wir wieder den Sport insgesamt für Jugendliche mehr, also attraktiver machen und nicht nur so attraktiv, dass sie Wasserball spielen wollen, sondern halt auch so attraktiv, dass die es leistungssportmäßig machen wollen. Ja, also ich glaube, meine Meinung dazu ist, man muss endlich aufhören, kurzfristig zu denken. Man müsste langfristig denken. Ja, wenn ich es jetzt mal auf die Nationalmannschaft beziehe, glaube ich, ja, Deutschland, also ja, ich kann das immer nur gut bewerten für den Zeitraum, wo ich jetzt da war. Aber wenn man es jetzt mal so sieht, Deutschland hat es jetzt 2012, 16 und 21 nicht für die Spiele qualifizieren können. Und ich sag mal, wenn ich habe ja nichts zu sagen, aber wenn ich was zu sagen hätte, dann würde ich die Mannschaft komplett nur mit jungen Spielern ausstatten, wird die jetzt die anstehende WM, die ja noch, wo die Teilnahme jetzt ja noch zustande gekommen ist und die EM spielen lassen und würde versuchen, eine Mannschaft für 2028 eher aufzubauen. Ja, weil ja, jetzt sagen wir mal so, wenn wir jetzt mit älteren Spielern spielen und ja, wie gesagt, das ist die kurzfristige Lösung, die werden jetzt für Paris noch besser sein. Das wird für das Qualifikationsturnier für Paris wird die beste Mannschaft mit vielen älteren Spielern sein. Aber die nehmen ja dann auch oder gezwungenermaßen jüngeren Spielern den Platz weg, die sich dann ja noch entwickeln könnten. Also ich glaube, dass es von Vorteil wäre, dass wir wirklich mal über den einen olympischen Zyklus hinwegschauen und für 2028 versuchen, was zu machen, weil im Prinzip das System, was so jetzt gefahren wurde, dass ja man halt irgendwie, also ich sag mal, im Prinzip hat sich ja auch jetzt nicht so viel geändert in der Nationalmannschaft. Klar gibt es einen neuen Trainer, den ich persönlich nicht kenne, aber auch gesehen habe, was er jetzt mit der chinesischen Damen-Nationalmannschaft gemacht hat, die ja wirklich in Tokio gut gespielt haben, auch gegen die Amis. Aber im Prinzip ist es ja so wie immer. Es hören so ein paar Leute von sich aus auf, jetzt so wie ich beispielsweise. Ja, und alle anderen spielen dann weiter und dann wird halt ein bisschen mit jungen Leuten, die halt irgendwie da sind und die Qualität haben, da mitzuspielen, wird dann halt aufgestopft, ne? Und ich glaube, dass man halt wirklich da mal über den Tellerrand hinaussehen will. Also mein Lieblingsbeispiel sind eigentlich die Russen. Die haben sich zwar jetzt auch dieses Jahr nicht für die Spiele qualifiziert oder letztes Jahr für die Spiele qualifiziert, aber jeder, der das Qualifikationsturnier so ein bisschen verfolgt hat, der hat gesehen, die sind im 5-Meter-Schießen in der, ja, fünften Runde des Shootouts gegen die Kroaten ausgeschieden.
Und diese Mannschaft haben die Russen über 10 Jahre aufgebaut, ja. Also die Russen, die waren ja mal kurzzeitig in den frühen 2000ern, ja, die waren ja kurzzeitig komplett weg. Ja, und dann haben auch mit der Heim-WM in Kasan 2015 haben die peu à peu diese Mannschaft aufgebaut. Und ich glaube, dass das, wenn wir in der Zukunft wieder die Nationalmannschaft bei den Olympischen Spielen sehen wollen, ist das der einzige logische Weg. Und ja, jetzt sind wir beim Thema, was du gesagt hast, wie können wir es für junge Leute attraktiver machen? Also wenn ich es jetzt mal nur auf die Nationalmannschaft sehe, ich glaube, dass die Herrenmannschaft, jetzt Damen leider nicht, aber die Herrenmannschaft, die hat schon ganz gute Förderung. Wenn wir jetzt mal auf Sporthilfe und auch die, ja, ich glaube mittlerweile 12 Bundeswehrstellen oder so, die wir haben, ja, wir haben schon ganz gute Fördermaßnahmen. Also es ist jetzt dafür, dass Wasserball so eine Randsportart ist, ist es jetzt gar nicht verkehrt. Und ich glaube halt einfach, dass wir diese Förderung auch so einsetzen müssen, dass wir das den jungen Leuten geben. Oder sagen wir mal so, dass wir uns so ein bisschen davon distanzieren müssen, ja, Bundeswehrstellen oder die Bundeswehrstellen so zu nutzen, dass man über Jahre hinweg die an ältere Spieler vergibt. Ja, also meiner Meinung nach sollte man das auf, ja, einen gewissen Zeitraum, keine Ahnung, 4 Jahre oder so begrenzen. Und das maximale Eintrittsalter für die Bundeswehr liegt dann halt bei 24. In der Zeit haben die Jungs dann Zeit, voll zu trainieren, müssen sich finanziell keine Sorgen machen, ja. Und wenn du 4 Jahre in der Bundeswehr warst, dann hast du, glaube ich, 1 Jahr danach noch, ja, diese Übergangsbeihilfe heißt das, glaube ich. Das heißt, du bekommst 1 Jahr noch dein Gehalt oder irgendwie 80% oder so bekommst du weitergezahlt. Das heißt, du würdest 5 Jahre dann von der Bundeswehr unterstützt werden. Ja, und wenn dann halt diese 4 Jahre, die du drin warst, vorbei sind, dann bekommt das halt ein neuer. Ja, also ich glaube, das würde auch immer wieder frischen Wind reinbringen. Und ich glaube, das würde für viele Jugendspieler auch wieder eine gewisse Attraktivität und Motivation hervorrufen, wenn man das irgendwie so in die Richtung handhaben würde. Also das ist jetzt meine persönliche Meinung und irgendwie die logische Konsequenz jetzt aus, ja, der verpassten Olympia-Quali letztes Jahr, wo ich ja zwar leider verletzungsbedingt nicht dabei war, aber ja, wenn ich das jetzt mal versuche, das Große und Ganze zu sehen, wäre das so mein Denkansatz. Ja, aber das erinnert mich jetzt an die genau gleiche Diskussion, die man ja auch vor Rotterdam quasi auch schon hatte, ne, so ein Stück weit, ne, nach dem Motto, die werden sich eh nicht qualifizieren, warum fährt man da nicht nur mit Jungen hin? Ne? Also weiß ich nicht, ob das jetzt die Aussage war, die qualifizieren sich sowieso nicht, aber natürlich war auch die Idee da schon, mit möglichst einer jungen Mannschaft hinzufahren, sag ich mal, die, wie du ja sagst, so ein Perspektivkader sozusagen ist. Ne? Also nicht die Älteren und Erfahrenen unbedingt jetzt da an erste Stelle zu setzen, sondern dann halt auf die vielleicht ein Stück weit zu verzichten, klingt vielleicht hart, aber wirklich nur die Nötigsten in Anführungsstrichen mitzunehmen, ne? Und dann halt wirklich mit einer jungen Truppe dahin zu fahren, um ihnen eben die Gelegenheit zu geben, Erfahrungen zu sammeln. Also ich glaube, wenn man jetzt bei einem Olympia-Quali-Turnier mit einer jungen Truppe hinfährt, das wäre jetzt nicht das Richtige. Man muss halt wirklich tatsächlich jetzt so wie nach dieser oder nach einer verpassten Olympia-Quali generell, da muss halt direkt ein Cut kommen. Und dann muss man diese Mannschaft über 4 und tendenziell 8 Jahre aufbauen. Ja, und jetzt ist es ja dadurch, dass die Pandemie kam und ja der Abstand zum nächsten Spiel in Paris noch kürzer, ist das jetzt alles nochmal komplizierter. Und ja, ich glaube, es wäre sinnvoll, wenn man auf, ja, Nachhaltigkeit setzt und ein bisschen langfristiger denkt und dann für 2028 eine Mannschaft aufbaut und da jetzt nur junge Leute reinschmeißt. Ja, zumal ja eigentlich auch der Nachwuchs in Deutschland eigentlich mit Nationalmannschaft und oder Junioren-Nationalmannschaft und so weiter ja eigentlich gar nicht so schlecht abschneidet immer bei den Spielen und Turnieren, ne? Also da kann man ja jetzt nicht sagen, dass die ganz unerfolgreich sind, ne? Das weiß ich jetzt tatsächlich nicht ganz genau, aber ich glaube trotzdem, dass man, wenn man verschiedene Jahrgänge zusammenfügt in der Nationalmannschaft, dann mit denen arbeitet, also wir haben ja jetzt einen Trainer, wo ich jetzt gehört habe, dass er auch fachlich sehr gut ist. Ich glaube, das wäre realistisch und das wäre auch machbar.
Ja, ich glaube, wenn ich das so mitbekommen habe, was man immer so zwischen den Zeilen ja auch lesen kann oder vielleicht mal an der einen oder anderen Stelle hört, dass da auch so ein bisschen Umdenken stattfindet, ne? Und ich glaube auch, dass viele so ein bisschen gesehen haben oder jetzt feststellen, okay, so wie es jetzt vielleicht die letzten Jahre gelaufen ist, können wir das halt nicht nochmal weiterführen die nächsten Jahre, ne? Weil das führt dann zu keinem besseren Ergebnis unterm Strich, ne? Also, ja, stimmt. Jetzt wieder ein paar Mal die Olympia-Quali vielleicht verpasst. Ne? Weiß ich nicht, also es wäre jetzt nicht so schön. Ja, auf jeden Fall. Ich stimme dir dazu mit dem, was du sagst.